Mark. So. Ja. Müssen wir jetzt wirklich mal springen? Da unten sind vielleicht doch ein bisschen zu. Ich habe ja kaum Rüstung. Ah. Ja, du bist hier nicht hier auf dem Server mit deiner Au! verzauberten Diamantrüstung. Au! Ich habe dir von hinten eine Leiter gemacht, da habe ich sogar ein paar Fackeln hingestellt. Ja, aber das macht, das bringt nichts. Out, out, out. Und bumm. Enderman? Ich weiß nicht, wie ich den auf mich. Oh, wo bin ich? Upsi. Du bist wahrscheinlich im Sumpf. Sumpf. Wo liegen Ja. deine Sachen? In der Nähe von. Ja, ich hatte gar nicht, ich hatte kaum was bei. Ja, aber hier ist alles knapp berechnet. In der Nähe von? Oh Gott. Warte, ich tippe ich. Ja, von bald. Ich teleportiere dich jetzt einfach. Dafür sind mir die Sachen zu wertvoll, anstatt du sie jetzt. Such selbst, du weißt, wo sie liegen. Moment, ja. Der Enderman sollte dich jetzt auch zufrieden Oh. lassen. Sehe dich nicht an, ich sehe dich nicht an, ich sehe dich nicht an. Aber das Problem hatte ich ja letzte Mal auch. Hier gestorben, dann im Sumpf wieder erwacht und dann erstmal sauer. So. Immer auch schön an die Fackeln denken. Weiß gar nicht, warum der. Hab den doch eigentlich gar nicht angeguckt. Naja, vielleicht hast du ihn einfach so nicht gefallen. Jetzt steht er genau im Weg. Du weißt doch, hey, mein Kumpel mag dich nicht. Und ich mag dich auch nicht. Ja, stimmt. Die gefährlichen Kriminellen in 10 Galaxien gesucht. Ja, genau. Und wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, der geht einfach sterben. Ja. Ich Obwohl er toll. ja eigentlich was ganz anderes gemeint hat. Ja. Ich sag mal, ich persönlich toleriere ja vieles. Leute, die Star Wars nicht kennen, gehören nicht dazu. Bin ein sehr toleranter Mensch. Ich bin der Inbegriff der Toleranz, so gesehen. Oh Ich ja, toleriere sogar okay. Tolerante. Wie tolerant von dir. Ja. Das Problem ist nur, mich toleriert irgendwie keiner. Selbst die Leute, die sich für tolerant halten, hacken auf mir rum. Das ist so beschissen. Armes Iro. Ja. Weißt du, wie sehr das an meiner Würde und meinem kleinen, schwachen, verkümmerten Herzchen nagt. Deinem was und an deinem kleinen was? Meinem kleinen Schwanz, du Spast. Ich wusste es. Und weil du so gerade so deprimiert bist und alles, komm, ich knuddel dich. Nein! Weiche von mir, Dämon! Ach, jetzt auf einmal willst du das nicht. Nein, ich will es nie. Nicht von dir. Leute, ihr solltet mal hören, was alles so passiert, wenn wir zusammen sind Zwilli, und es gibt schon. DVDs gucken. Zwilli! Gibt es nicht schon genug Gerüchte über schwule Let's Player? Musst du jetzt ein weiteres in die Welt setzen? Ist ja gut. Ja, danke. So, dieser Twilly. Ja, da Na, plaudere ich einfach unsere intimste Privatsphäre aus hier. es gibt keine intimste Privatsphäre. Du sitzt auf der einen Seite des Raumes und ich auf der anderen Seite. Mal gucken, wem die Zuschauer mehr glauben. Daumen runter für, wenn ihr mir glaubt. Boah!
Das war der letzte Gastauftritt, den du hier bekommen hast. Okay, Daumen hoch, wenn ihr mir glaubt. Ja. Okay, ignoriert einfach den alten, verbitterten Daumen Mann. runter, wenn ihr mir glaubt. Komm, das muss jetzt hin. Enderman, bist du weg? Ja. Nein, du bist noch da. Ja, hallo? Also, soweit Mach ich dich. weiß, sind sie nicht mehr aggressiv, wenn man. Einmal durch die gestorben Ja, sind, ja. bist. Dann sind sie Außer man sieht wieder. die nochmal an. Ja, außer man sieht sie nochmal an. Dann sind sie wieder die normalen, freundlichen Endermänner. So. Damit ist das Dach hier auch fertig. Noch ein paar zusätzliche Fackeln draufstellen. Damit auch bloß nichts passiert. Ah, jetzt ist er weg. Und so. Ups. Haben wir denn noch eine Axt? Zur Not craftet ihr eine. Eisen haben wir, glaube ich, genug. Da habe ich letzte Mal ein bisschen Nachschlag geholt. Okay. So, das noch zu. Dann können wir den noch so machen. Sieht das wirklich auf allen Seiten gleich aus? Die Leiter könnten wir eigentlich wieder abreißen. Theoretisch könnten wir hier noch so eine Art Wandschrank drumherum bauen. Dazu brauchen wir Holz. Ich glaube, wir schnappen uns jetzt auch einfach mal die Axt und gehen in den Wald. Eisen? Eisen! Bitte können Eisen nicht sehen, nur zwei Eisentüren. Wo bist du? In dem einen Dorf. Ja, hier oben gibt es Eisen, wo ich bin. Ach so. So, dann suchen wir mal 1, 2, 3. den Iru. Das hatte ich nämlich schon mitgenommen, weil ich dachte, wir werden es vielleicht brauchen. Iru. KLUK. Was ist heute Morgen schon im TS los? Guck dir das mal an. Da ist ein Gridder online, ein Muking, zwei Irus. Wo kommen die denn her? Mein Gott. Und Twilight Dragon. Zwilli, Wer? das ist mir übrigens von gestern im Gedächtnis geblieben. Was Du denn? hast doch gesagt, du musst deinem Vater noch was besorgen. Ja. Wie willst du das heute machen? Nee, das ist mir gestern Abend so. Ich lag im Bett, habe überlegt, Twilly hat gesagt, er will seinen Vater noch was besorgen. Wie macht er das eigentlich? Ja, ich bin ja, was Vatertage angeht, fein raus. Wir werden nachher auch noch ein Blümchen ans Grab von meinen Vätern bringen. Oder wir stellen ein Lichtchen auf. Redstone haben wir ja genug. So, diesmal ist es egal, was für ein Holz wir nehmen, deshalb nehmen wir auch Birke. Noch haben wir Wald im Überfluss in der Nähe der Stadt. Du solltest wirklich mal ein bisschen was anbauen. Ja, wie gesagt, das mache ich nicht. Weil man so halt weiter dann in die Welt hinein muss. Ja. Das ist halt alles Plan des Let's Plays. Ja. Das gehört alles zu meinem Plan. Zu dem Plan. Dem Plan. Der Plan. Er beginnt mit einem Let's Play und endet damit, dass ich die Menschheit auslösche. Woher kommt mir das nur bekannt vor? Keine Ahnung. Zufall. Ja, wahrscheinlich. Außerdem haben alle Verrückten solche Pläne, nur es fängt nicht unbedingt immer mit einem Let's Play an. Hä? Ach, nicht alle Obwohl, Verrückten machen eins?
Obwohl Honk, dem wird man doch auch zutrauen. Der alte Kölner. Der kommt aus Köln. Das erkennt man an seiner Stimme. Ich nicht. Ich bin, was Dialekte angeht, Ach so. eher ja. Ich. Vorurteilsfrei. Ja. Ja, so ein Kölner, den erkenne ich auf 10 Meilen gegen den Wind. Und das nicht nur an der Stimme, auch am Biergeruch. Einige sagen ja, Kölsch ist gar kein Bier, sondern gefärbtes Wasser. Dafür stinkt es so sehr. Naja, du musst es so sehen. Das kölnische Bier ist nicht umsonst so leicht verträglich. Früher hatten sie härteres gesofft, dann sind die ganzen Kölner Partyabende allerdings nach 10 Minuten ins Wasser gefallen, denn Kölner vertragen ja nichts. Und jetzt trinken sie halt Kölsch, das haben sich selbst angeeignet. Da schaffen sie dann auch mal ein ganzes Fässchen, ohne was zu spüren. Ja, ich sehe meine Abonnementenzahlen gerade in den Minusbereich wandern, weil irgendwie nur Kölner mich abonniert hatten. Das glaube ich nicht. Ich bin mir Das nicht mal kommt. sicher, ob die in Köln wirklich Internet haben. Stimmt. Das kommt aber auf meiner Liste diskriminierter Minderheiten im Let's Play. Also, neben Frauen, ich glaube, über Schwule haben wir uns auch irgendwann mal lustig gemacht. Über Vegetarier machen wir uns ständig lustig. Und jetzt kommt auch noch Kölner drauf. Obwohl Kölner und Schwule? Hey, damit wirst du die Schwulen beleidigen. Stimmt. Ein Proseccochen am Abend, am Morgen und am Mittag. Oh Gott. Nee, wir machen das ja alles nur zum Spaß. Wir haben normalerweise gar nichts gegen irgendwelche diskriminierten Minderheiten. Ich gehöre ja selbst zu einer diskriminierten Minderheit. Das muss man ja auch mal so sehen. Denn wir Linkshänder wurden ja seit Jahrhunderten unserer Schreibhand wegen geschlagen, misshandelt, Und das zu Recht. psychisch fertig gemacht und man bietet uns nicht mal den Support, den andere Schreibhänder bekommen. Ja, keine Sorge, Ivo, das wird sich alles ändern. Ja, in der Zukunft wird es nur noch Linkshänder geben. Nein, das meine ich nicht. Denn sobald die Order 99 durch ist, meine Order 99. Deine Order 99 wird nie durchkommen. Doch. Rechtshänder werden sich verbünden. Und wer hört bitte auf einen geisteskranken Hauptschullehrer? Das kann ich noch besser. Andere Hauptschullehrer! geisteskranken. Andere geisteskranke Hauptschüler. Wir sind viele. Oh Gott. Ja, das seid ihr wirklich. Das Problem ist nur, die Hälfte gehören noch tonnenweisen anderen diskriminierten Minderheiten an. Ja, siehst du mal. Wie voll ist denn? Oh Gott, wir haben eigentlich schon genug Holz. Machen wir die Ecke noch hier holzfrei. Kann man von hier noch sehen, wo wir. Nein, von hier sieht man gar nichts mehr. Aber noch ist hellichter Tag, noch können wir Holz abernten. Wir sind ja nicht wie Twilly und rennen nachts los. Und laufen dem Enderman entgegen. Hallo Enderman. Ich meine, du hättest wirklich von allem getötet werden können. Aber Enderman ist peinlich. Ach, ich wollte mich einfach mal von dem Enderman fisten lassen. Und wer von den Zuschauern nicht weiß, was Fisten ist, ja, fragt mal euren schwulen Nachbarn. So, jetzt reicht's aber mit den Kölner Diskriminierungen. Fragt mal euren schwulen Nachbarn. Ich habe nicht gesagt, dass Kölner sowas eigentlich wüssten. Ja, und dank dir war ich jetzt abgelenkt und habe die Axt kaputt gemacht. Es ist alles deine Schuld. Excuse me, Princess. Nein, ups, falsche Serie. Sorry.
Ich glaube, ich greife gleich zum Alkohol.